Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Trust and Betrayal. Heute mit Sunny Cologne, mit Mr. HP und mit mir Anonymous. Und ihr müsst euch noch zu grün machen. Ja, ich bin auch schon mal Ei, ei, Chefin. Renne. So, ich glaube, ich gehe heute in den Nether. Ja, da bin ich dabei. Ich brauche Schwarzpulver. Und ich brauche ganz viel Glowstone für mein geiles schwarzes Brett hier. Stimmt. Oh, da stehen ja Sachen dran. Warte. Also, ich bin jetzt grün. Goruba ist ein Otter? Hä? Na, seid ihr öfter hier? Warte, ich lese hier gerade die Sachen durch. Ich muss auch mal was anschreiben. McManus kommt nicht aus Sachsen. Heil MJ. Ach, das ist Rape. Abonniert DJ Games. Ich sollte Geld dafür nehmen. Dass wir Gronkh auf unserem Server zu Besuch haben? Haben wir? Ja, unterhalb der ehemaligen Statuen von Spielpirat und Flame. Ist Gronkh oder was? Damit wir das in jede Videobeschreibung reinschreiben können. Mit Gronkh. Also ich wollte noch Truhen craften hier. Warte mal, was könnte ich denn anbieten für... Wieso steht die Tür zu meinem Haus offen? Mach sie zu. Ach, Daniel hat jetzt sein Feld zugebaut, damit ich nicht immer da reinfalle. Stimmt, wie macht man eigentlich das so, dass ich mein Reisegepäck taufen kann? Vom Namen her. Wie? Du verstehst? Ich habe Reisegepäck, so wie du. Ja. Luggage, zum Beispiel, ja. Ja, und zum Beispiel Julia, ihr Ach, das kann man umbenennen, ja. Ich kann es dir gerade nicht sagen. Das ist, glaube ich, relativ einfach. Mit einem Nametag. Nametag, ne, irgendwie. Hä, was ist das? Ein Namensschild. Gib mal einfach, drück mal E und gib mal unten einfach Name, also irgendwie Namensschild oder sowas ein. Dann kannst du es gleich gucken, wie man das craften kann. Habe ich Truhen im Gepäck? Ja. Oh, ich kann meinen ganzen Kram hier lassen. Erstmal ein paar Kisten craften. Trick 17. Hier wird nicht. Ich habe das Haus nicht betreten. Ich pack da nur gerade eine Kiste hin, wo ich meinen ganzen Kram reintun kann. Durch die Tür weg. Ich stehe noch draußen. Grenzwertig. Soll. Ich habe das Haus nicht betreten. Oh, das ist so eine uncoole Luggage. Ich habe ja eine coole Luggage. Was, ja, eine große? Ich habe eine vom Blitz getroffene. Ja, ich will auch sowas, aber ich kann sowas nicht. Das geht auch, wenn ein Blitz einschlägt, das ist Zufall. Ach so, das muss ein Blitz in dieses Ding eintreffen. Ja. Ja. Und dann wird das Ding größer. Ja, ja. Dann wird es zu einer Doppelkiste, glaube ich. Boah, ich hoffe, es gewittert bald. Das ist halt Zufall. Dann mache ich mich auf Blitzjagd hier. Also heißt es jetzt auch so, dass die Nagelkiste da oben... Oh, jetzt ist es runtergefallen. Schon ein ziemlich großer Zufall. Ja, die kommt ja eh wieder. Außer irgendeiner, der sich mit Witchery auskennt, beschwört einen Blitz, ja. Gewitter. Never, hab ich gehört, ne? Ja. Also Anne und ich. Ja, ich hab grad ja gerade gesehen. Was hab ich eigentlich für einen Hut auf? Achso, ein Schwimmreifen. Ich check hier gerade noch, was hier steht. Für einen an? Ich hab einen Schwimmreifen auf dem Kopf. Ich hab Link. Ich hab Link auf dem Kopf sitzen. Wo bist du denn? Never. Ja, ich bin hinter dir. Warte mal. Das ist Link? Ja. Tatsache. Greif mir Pigments an. Ja, viel Spaß. Ich bin weg. Ich mag das. Ah, hier gibt's noch Neverwarzen direkt am Spawn. Und ich abgegrast. Seelensand. Ja, lauf mal drüber. Viel Spaß. Wieso, was passiert denn dann? Bist du extrem langsam. Du läufst extrem langsam über diesen Sand. Stimmt. Aber auch so extrem auch nicht, weil wir in unserem Gehen sogar noch eine Geschwindigkeit drin haben. Ja, aber normal. Oh. Hat jemand was zu essen? Ich auf das normale essen. Minecraft bezogen. Ja, ich kann dir was geben. Also ich habe nur 21 Brote mit. Nur 21 Brote. Wieso fliegt hier ein Feuerball? Hängt in der Luft. Der backt ein bisschen. Ja, jetzt nicht mehr. Boah, mal gucken, was die Dubstep Gun eigentlich anrichtet. Laut. Achtung. Ja, das weiß ich. Okay. Aber ich wollte schauen, was die Explosiv-Dubstep Gun so anrichten kann. Verdorbene Erde. Goldnugget brauche ich nicht. Wir sind in einem anderen Mod, wo es die Dubstep Gun auch gibt. Habe ich ein Let's Play von gesehen. Sind mir fast die Ohren weggeflogen. Das ist auch nicht gut. Das ist aber nicht gut. Nee, das geht gar nicht. Das geht gar nicht.
Wieso brennt es denn hier? Achso, ja stimmt. Wir sind ja im Never. Herrgott, wieso brennt es denn hier? Lava-Wasserfälle, das geht gar nicht, ey. Was ist das für eine Erfindung? Gott, diese Schweine und ihre... Ich darf doch jetzt wieder Hüte töten, ne? Ich bin da jetzt... Ja. Ich hab zwar eh alle Folgen nicht beachtet, aber gut. Ist es nicht eher so... Okay. Ab Folge 8 für die Neulinge. Ich durfte auch ab Folge 8... Ja, ich dachte nur, dass du es jetzt quasi verplant hast und dafür die Regelverstöße bekommst und jetzt... Wo? Ja, aber trotzdem ist er ja aus den Folgen schon raus. Er hat ja schon 13 aufgenommen. 13 Folgen habe ich gemacht, ab 8 war es aktiv. Warst du auch im Aufnehmen-Wahn, wa? Ja, ich war da im Aufnehmen-Wahn. Ach, ich habe die erste Woche habe ich 20 Folgen aufgenommen. Ja, ich bin auch noch in meiner ersten Woche. Meine ersten Folgen kamen am Montag diese Woche. Ja. Und ja, und dadurch, dass ich nur drei pro Woche veröffentliche, habe ich Vorrat im Moment. Ich habe eigentlich jeden Tag, bisher habe ich nur 2 Tage ausgelassen, einmal heute und einmal am ersten Tag nach meinem Umzug da. Na, bis jetzt habe ich jeden Tag eine Folge rausgebracht. Ja, ich bringe auch jeden Tag, also. Ich schaue, dass ich es auch hoffentlich beibehalten kann. Und ich kenne mich, es wird mit Sicherheit irgendwann der Tag kommen, der Tag X, wo nichts kommt. Ja, ich bin halt immer auch berufsbedingt viel unterwegs und kann nicht immer aufnehmen. Da habe ich lieber ein Polster. Ja, das ist, glaube ich, auch geschickt. Da ich dann mal in die Bedrohle komme, scheiße, du hast nicht genug Folgen für die Woche. Hm. Berufstätigen Menschen immer. Das ist vor allem ätzend sowas. Ja, ich bin ja auch berufstätig. Was bist du nochmal beruflich, Sunny? Altenpflegerin. Ah, okay. Ja, da hat man natürlich so... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, ich hätte jetzt beinahe unseren 50. Tod herbeigerufen. Das war sauknapp. Wieso, was hast du getan? Ich habe mir gedacht, so, ja, greifst ein paar Spinnen an. Und dann habe ich vergessen, die vermehren sich ja, wenn ich die getötet habe. Ja, die Riesenspinnen, ne? Ja, und die hatten so viele Hits auf mich eingelegt, dass ich fast nur noch, ja, ich habe nur noch 4 Herzen. So ging es mir mit meinem Zombie-Pigment-Tod auch. Alter, Falter. Da hast du nicht auf mein Leben geachtet. Gerade eben noch mal drauf geguckt. Schnatzelcraft steht hier auch. Kann sich jetzt hier jeder eine Statue hinbauen oder was? Nee, es ist Frame. Frame ist raus. Ah. Ich hab doch gesagt, die ehemaligen Statuen. So, mein Leben ist jetzt wieder voll. Ich hab mich kurz mal in den Lava-Wasserfall reingestellt. Geht's mir wieder gut. So, ich brauche. Ey, was kaut mich denn da? Ah, ich hab nichts zu essen. Verdammt! Ja, komm doch raus, dann gebe ich dir Essen. Ich bin unterwegs. Im Nether bist du, oder? Ja, ja, ja. Ja, dann komm kurz zum Nether-Eingang, dann gebe ich dir was. Kurz ist gut, warte. Ich bin gleich da. Ich mach mich auf den Weg. Ich werf's einfach hier hin, dann nimmt das deine Luggage. Ist die da bei dir, oder wie? Ja, die wartet ja hier vom Eingang. Geht ja nicht mit in den Nether. Die hat's gerade genommen. Genommt hat sie es im wahrsten Sinne des Wortes. Genommt. Da ist ein Creeper mit einem Creeper auf dem Kopf. Creeperception ist das. Jetzt hätte ich ihn fast explodieren lassen hier neben auf einem roten Haus. Das wäre natürlich bitter gewesen. Oh ja. Gefährlich. Sehr gefährlich. Was hast du da auf dem Kopf? Ist das eine Eule? Ja. Ach, hier ist ein Vieh. Nein, das ist irgendwas mit einem Kuchen auf dem Kopf. Also meine Luggage-Kiste sitzt hier vom Never, oder was? Every day, ja. Oh, every day I'm shuffling. Every day I'm shuffling. Ach, mein Garten könnte ich hier eigentlich mal ausbauen, ne? Was zu essen, komm. Karotten. Sie den. Wollt grad sagen, das ist was Blaues. Dem Shuffling. So, machen wir mal hier noch eine Runde Gras hin. Das war sauknapp. Ihr habt die Zeit im Blick, ja? Ja. Nein. Sehr gut. Ich hab sie vergessen. Aber ich hab mein OBS so geschoben, dass ich die Aufnahmezeit aus dem Programm sehe. Ausgezeichnet. Toll. Bin ich mittlerweile schon gewöhnt. Ja, ich muss immer Streber. Mal auf diesen scheiß Timer drauf zu drücken. Das vergesse ich jedes Mal.
Apropos vergessen, ich glaube, ich habe Agapi noch gar nicht in meiner Linkliste drin. Fatal! Fatal! Regelverstoß. Fatal! Oh, ja. Ernsthaft, ist das ein Regelverstoß? Nö, nicht wirklich. Aber ich glaube, wenn man es konsequent nicht macht, dann schon. Bei diesem Projekt kann man nie wissen. Ja, das ist wohl wahr. Ist ja okay, ist was da. Ich habe jetzt eh schon meinen ersten Regelverstoß. Ach, da ist schon wieder einer. Ich habe gerade den Gas getötet, du Scheißvieh. Was ist das? Heute live auf Annes Kanal. Sie weint. Sie weint. Echte Emotionen. Echte Emotionen, die ihr nicht sehen könnt. Ja. Who cares? Sondern nur hören. So, ach, hier habe ich auch noch Glas. Kisten, Glas. Ach, Palmwood habe ich hier noch. Mensch, das ist ja unglaublich hier. Was hast denn du für einen Hut? Du hast ja eine. Oh, der hat eine Katze auf dem Kopf. Nee, ja. Ein Hund. Shit. Was hast du gegen Hunde? Ich hab genauso nichts gegen Hunde. Ich mag bloß Hunde nicht so sehr. Warum nicht? Keine Ahnung, sie sind so. Niedlich? Nein, im Sinne von. Süß. Ah, Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit. Ja, Katzen doch auch. Nein, Katzen können auch so sein. Nee, Katzen sind so richtig schöne Ego-Tiere. Weißt du, die kommen nur zu dir, wenn sie was wollen. Wenn sie was gekriegt haben, verpissen sie sich wieder. Die wollen trotzdem immer Aufmerksamkeit. Weißt du, die spielen immer am wildesten, wenn du ihnen zuguckst. So nach dem Motto, guck mir zu beim Spiel. Ah, ich glaube, das mache ich auch zu Stein. Ich brauche Creeper. Da hinten sind Creeper. Yay. Okay, los geht's. Ah, eine Riesenspinne mit England-Fahne auf dem Kopf. Nee, mit dänischer Fahne, nicht mit England-Fahne. Sicher, ja, dass es dänisch ist und nicht norwegisch? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Wenn es dänisch wäre, dann wird jetzt Grobei voll ausrasten. Der sucht ja schon ewig nach dem Viech mit der dänischen Flagge. Ja, ich habe letztens ihn ja total beleidigt mit. Oh, krass, Tore, du hast ja eine dänische Flagge auf deinem Kopf. Das ist Norwegen. Da-dam. Passiert. Kann ja mal passieren und so. Du Noob. Boah, was hat denn diese Riesenspinne auf der Birne? Oh, ich glaube, die muss ich killen. Komm ich nicht drum rum. Aua! Hört auf mich zu hauen, ey. Geht weg, ey. Geht mal weg, ey. Ja, das geht gar nicht klar, ey. Haut mal ab hier, ey. Ey, geh weg Nein. hier, ey. Falsch. Du auch, ey. Grobei hat letztens meine Luggage abgebaut. Der Blöde. Jetzt weiß ich nicht mehr genau. Ich habe nicht genau gelesen, wo er sie hingetan hat. Ich muss es nochmal nachlesen. Ist eh irgendwo in meinem blauen Haus. Ah! Oh Gott. Da schreit er ins Mikro. Was ist passiert? Da ist so ein scheiß Rauch vor mir gestanden. Und ich denke mir so... Ein Phantom. Phantom. Und ich denke mir so, nein. Du musst es töten. Dann kannst du dich in dieses Rauchding da morphen. Ich hab das Ding schon mal getötet. Ich kenne das Vieh. Ja, dann kannst du dich doch morphen jetzt in das, oder? Ja, das konnte ich schon seit ein paar Folgen. Aber Toll. Trotzdem, ich habe mich wieder davor erschreckt. Blablabla. Oh Gott. Gar nicht geil. Ich glaube, ich baue noch einen Weg von hier zu meinem blauen Haus. Das könnte allerdings eine etwas größere Herausforderung sein, so wie ich das sehe. Nur nicht sterben. Hier durch. Hier durch. Und dann vielleicht hier eine Brücke drüber. Die doch. Oh, hier ist ein Wespennest. Oh ja, kommt mal raus, da kriegt man am meisten Erfahrung von den Viechern. Ernsthaft? Du willst das Wespennest angreifen? Dann kommen aber voll viele und verfolgen dich und die Agro bleibt, ne? Die vergessen also, das nicht wie die Pigments. Ja. Also die Pigments vergessen schon, weil die sind immer nur. Ich sag ja, die vergessen ist nicht so wie die Pigments. Achso, nicht so. Ah. Also irgendwie will hier auch keiner rauskommen. Lava Creeper! Hat jemand von euch zufällig Cobblestone für mich? Ach, ich hatte den schon getötet. Ja. Hier kommen keine Bienen raus. Die kriegen die da rausgelockt. Aufkloppen. Ach, ich muss das Ding einfach aufschlagen. Muss ein Stück davon abbauen einfach, dann kommen die schon. Einfach eins davon abbauen. Okay, ich glaube, jetzt fängt's Brummen an. Warte mal. Kommen sie oder kommen sie nicht? Da kommen aber gleich 3, 4, ne? Also, brace yourself. Ja, ich habe vorgestern mit
Ja, ich hab ein Gas gehört. Ja, ja, der schießt auf mich. Keine Angst. Er attackiert mich gerade. Nein, ich hab gerade irgendwo Adit gesehen. Der attackiert mich, irgendwo. Das ist ein anderer Gas. Du bist du ganz woanders. Lässt du mich in Ruhe? Ich hab doch gerade irgendwo Adit gesehen. Wo war der? Wieso kommen denn keine Bienen raus? Nee, es war da hinten nicht. Ey, also eigentlich, wenn du was davon abbaust, dann kommen die raus. Nö, die sind aber du kannst aber auch reingehen. Wo? Ist der Eingang? Ich meine, du kannst dich reingraben, dann sind da auch so Gänge und so. Okay, das Waben, da kriegst du ganz viele Waben, wenn du dich da durchbuddelst. Okay, das mache ich jetzt. Was unlogisch ist, weil Wespen ja nicht so viele Waben bauen eigentlich. Oh! Wow! Aha! Da kommen sie. Weil der Honig kam gerade mir entgegengeflossen und dann kam sie raus. Die hatten bis keinen Ausgang. Oh, die Biene ist tot. Die ist im eigenen Honig ersoffen. Das ist natürlich bitter, sowas. Ja, für die Biene. Familiendrama. Selbstmordbiene. Ich kann diesen Honig nur mitnehmen, wenn ich einen Eimer jetzt hätte, wa? Ja, peinlich. Kobalt. Mal gucken, ob gleich Bienen kommen. Krab mich weiter durch. Eine Wabe. Living on the edge. So. Lebe deinen Traum. Bienenmesser kaputt machen. So, das mal langsam also wieder Traum. Zurückfliegen. Ja. Jedem das seine, ne? Mir das ich bis zum Folgenende aus dem Never raus bin. Wie viele Minuten haben wir denn schon? 17 gleich. Boah, aber ich bin so weit geflogen, dass ich erstmal, Also irgendwie haben die Bienen keine Lust, mich anzugreifen. Oh, One-Hit-Wonder hier. Mit einem Hit ist der Gas weg. Ich brauche mehr Cobblestone. Shit. Lass mal die Kobalt. Will haben. Die irgendjemand. Da ist endlich der Helm, den ihr auch habt. Den wollte ich schon immer haben. Den Skyrim-Helm da, oder was? Ja, und er fliegt ins Meer. Nein, nein, nein. Bleib hier. Bleib bei mir. Wo bist du denn? Okay, ich hab. Wo hole ich mir denn jetzt Cobblestone her? Hier vielleicht ein bisschen. Den überall, also zumindest da, wo wir gebaut haben, überall lose Kisten, Minion, von den Minions Kisten rum, wo Cobble drin sind. Wo denn? Sind nicht gesichert. Aber in der Safe Zone darf ich es ja nicht rausnehmen, trotzdem. Im Osten, wenn du im Osten aus der Safe Zone rausfliegst. Ja. Also ich würde da sind ganz viele Minion-Tunnel und da sind auch ein paar Kisten, die nicht gesichert sind. Okay. Warte, ich guck mal. Im Osten. Im Osten aus der Safe Zone raus. Und dann kurz da, dann kommt Wasser und da kurz dahinter auf so einer kleinen Insel-Vorsprung gedöhnt. Lege ich wieder weiter vom Portal weg. Ah, hier. Warte. Da müsste eigentlich noch Kobbel drin sein. Ja, jede Menge Kobbel. Vielen Dank. Nice. Braucht eh keine Sau mehr irgendwann. Ist ja auch nicht gesichert hier draußen, also darf ich es eh nehmen. Ja, ja. Aber die sind da halt noch drin, weil die irgendwann keine Sau mehr braucht. Gut, die Blume habe ich dann. Jedes Mal, wenn du die runterschickst, dann holen sie ja wieder Kobbel hoch. Hm. Ich habe ein Bienennest gefunden. Die hatte ich doch schon. Mist. Also wenn du ein Bienennest findest, wo ganz, ganz viel Honig rausläuft, das war ich. Ja, das hörte, glaube ich, irgendwann auf. Ich glaube, okay. Die reparieren das nämlich. Also in den Bienennest waren komischerweise auch gar keine Bienen, das ist ganz lustig. Oder ganz komisch. Ah, das Schloss von Grancy Bancy hier. Man könnte ja hat es jetzt mittlerweile in allen. Ich sollte mir irgendwann mal ein grünes Haus bauen. Ich hab schon eins. Hast du noch keins? Nee. Weil also ich bis jetzt immer nur, die grünen Aufnahmen immer nur genutzt habe zum Farmen, genau. Ja, an einem Portal vorbei. Ich finde die Geräusche von den Schweinen hier immer so lustig. Den Pigment? Ich kill hier gerade echt schon wieder ganz viele. Ich sollte aufhören damit. Sonst sterben die noch aus hier. Das wäre gar nicht cool. Oh, was hast du denn da auf der Birne? Den Hut will ich auch haben. Und deinen Hut will ich auch haben. Hä, hey, du hast ja gar keinen Hut. War dein Schwert.
frage mich, ob es einen Hut gibt, der einen Zug auf dem Kopf hat. Ich mag Züge. Ich mag Züge, bestimmt. Boah, ist ja so mega. Die Hüte. Ja. Dann geh ich mal auf. Wo ist denn jetzt die Fahne? Norwegische Fahne ist das. Hm, ah, okay. Die hat Tora auch. Ich will aber wieder mein. Was ist das denn? Mein Link auf dem Kopf. So, übrigens hier in der Ecke. Ja, ich seh's. Hallo. Hallo. So, ich brauche jetzt irgendwo eine Box. Oh, da unten ist ein Creeper. Noch mehr Schwarzpulver. Immer gut. Ich muss jetzt noch nämlich Sand farmen. Würde ich in mein Haus an mein Lager kommen können, hätte ich dir ganz viel Schwarzpulver geben können. Ich habe jetzt 36 Schwarzpulver. Hey. Hä? Was ist denn das für ein Ding? Das hat irgendwie ein Minecart auf dem Kopf. Ja, ja. Minecarts gibt es auch als Hüte. Aber Karl! Oh, ich muss irgendwann mal hier die Marbeltreppe weiterbauen. Aber ich weiß nicht wie. Ohne den anderen in die Häuser zu bauen. Creeper. Noch ein Creeper. Ja, damit. Die sind immer Schiss haben wegen den Katzen gehen, das finde ich voll lustig. Ist eigentlich praktisch, weil ich dann zumindest kein Creeper irgendwie von hinten einfach überrascht. Ja, das stimmt. Hier ist ein Enderman. Ich mag Endermänner. Und wenn du einen töten willst, kriegst du den ja trotzdem irgendwie. Ja, musst du nur zweimal schnell draufhauen. Ja. Wo er wegläuft. Der Enderman ist gerade voll am Ausrasten. Hier so. Es müsste kacken oder so, keine Ahnung. Hast du ihn da wütend gemacht? Ja, ich glaube, ich habe ihn bei seinem Ritual gestört. Also, ich würde gerne. Scheiße, jetzt habe ich natürlich all die Kohle, die ich hatte. Ich bin relativ nah bei der Spawn Area da. Da bin ich auch. Warte, ich kann es dir zeigen. Weiter oben. Ich bin schon mal an dir, an deinem Haus vorbeigeflogen. Wer ist das denn hier? Ich wusste unter anderem auch gar nicht, dass wir mit Y uns teleporten können. Können wir? Ja, drück mal Y. Wohin denn? Habt ihr die Endergene, wa? Du schmeißt so eine Kugel weg und dann kannst du dich damit, soweit wie du werfen kannst, da wirst du Das ist bei Fluchtsituationen ganz praktisch, denke ich mal. Dann kannst du auch eine Enderperle nehmen. Ja, aber du... Ich weiß nicht, ob das jetzt klug war. Wow, wie weit ich jetzt geworfen habe. Ich bin hier voll, habe mich aus der Safe-Zone rausgeworfen. Okay, wo bist denn du gerade, Sunny? Dann zeige ich dir, wo ich wohne. Bei Verdemis vorm Haus. Komm mal zur Safe-Zone. Also, ich meine, komm mal hier zur Spawn-Area, da zu dem Spawn-Gebiet. Ah, ich sehe dich. Hier unten bin ich. Siehst du mich? Hallo, hier. Hallo. Hm. Ich an dir vorbeigefallen? Nein, ich sehe dich immer noch. Ich bin blind, obwohl ich schon eine Brille auf habe. Direkt vor dir jetzt gleich, wenn du dich nach rechts drehst. Hallo. Weiter oben. Ah. Da. Hier ist mein schwarzes Brett. Und dahinter ist mein grünes Häuschen. Ist aber noch nicht so wirklich fertig. So viele grüne Folgen hatte ich noch nicht. Macht eigentlich das Zeitbrett? Bei 28 müsste ich nämlich cutten. Jetzt 24. Okay, gut. Weiß ich schon mal Bescheid. Eine weiße Anemone. Anemone. Aber gehört die Anemone nicht ins Wasser? Die wächst hier bei dir auf der Wiese. Es ist eine Anemone. Also, das war schon mal besser mit deinem Witz, ey. Nee, du warst auch schon mal besser mit deinem Gesicht, ey. Das war fies, ey. Ey, das war vom fies, ey. Ich hab was für dich, Anne. Ja, was denn? Was bist du gerade? Im Haus. Oh, hast du mir Glowstone mitgebracht? Easy, kotzt mich an, Oh, das ist aber lieb, vielen Dank. Bitteschön. So, ich mach mir jetzt TNT. Oi. Ich dachte, du machst jetzt einen Tee.
Ja? Ja. Also das Unwetter kommt wieder. Es fängt bei uns schon wieder tierisch an zu gewittern. Oh oh. Das ist aber nicht gut. Der Strom fällt jetzt nicht aus. Das wäre schlecht, weil dann habe ich keine Uhr mehr. Ja, die eine, ich wollte ja eh nicht mehr als eine Folge machen, von der sollte schon gut gehen die nächsten 3 Minuten. Okay. Oh, ey. Du doofer Zombie. Ey, Zombie. Zombie, Zombie. Zombie, Zombie. Ja. In your hands. Zombie. Wie mache ich denn das jetzt? Ich wollte auf jeden Fall hier mir noch eine Tür craften. Warte, jetzt nochmal meine Waypoint-Taste. Meine Waypoint-Taste schon wieder. Aber wenn Sunny uns jetzt verlässt, kann ich gar nicht hier in meinem grünen Dings weiterbauen. Stimmt. Hey, stimmt. War dann ja blau. Doof. Deswegen dann muss ich mich gerade ein bisschen beeilen. Gott. Ja, das stimmt wohl. Meine Witze sind ich mal wieder... Ich hab dir noch was in die Kiste getan. Oh, danke. Das ist aber lieb. Zombie. Ich bin doch gerade noch fett am... Hör auf! Fett am Fetten. Ein Golden Sword. Das ist ja pornös. Was ist das hier eigentlich? Hm? Wäre ich aus Reflex beinahe in ein rotes Haus reingerannt. Also diese Dubstep... Ich gucken wollte, wem das ausgehört. Ich auf die Nüsse. Benutzt du die gerade, oder was? Ja, jedes Mal, wenn ich mit TNT mache und dann mit TNT mein Inventar ziehe, fängt ach, die einfach an rumzuballern. Ist das Haus von Shigo? So, jetzt bitte ganz kurz ruhig. Ich möchte meinen Zuschauern nun endlich mal diese schöne Dubstep-Gun demonstrieren. Ja. Wupp, 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 wupp. Hab ich's jetzt versaut? Ich weiß nicht, ob das so klug ist. Das ist nämlich GEMA-geschützt, die Musik. Just saying. Ja. Hat er uns gemutet wahrscheinlich oder so? Ist GEMA-geschützt, AGP. Nix ist GEMA-geschützt. Ist doch so. Von der Dubstep-Gun, die Musik ist GEMA-geschützt. Deswegen wurde ich auch schon gestrikt bei meiner ersten Folge. Dubstep-Gun. Da habe ich nämlich auch schon, ja, Folge 5, da wurde ich gestrikt. Wie gestrikt, also du meinst? Ich habe keinen GEMA-Eintrag, es wurde nichts gesperrt, das Video ist ja schon hochgeladen. Das ist falsch. Also da sind aber Titel drin, die definitiv bei der GEMA sind. Dann war es halt nicht lang genug, dass lang es getrackt wurde. Ich habe den kompletten Track, also die komplette Länge der Dubstep-Gun, solange sie halt aber ging. Du hast wahrscheinlich zwischendrin geredet, oder? Nö, ich habe sie einfach laufen lassen. Und wenn, dann kann man ja immer noch Musiktitel, die beansprucht werden, rausschneiden. Da gibt es ja mittlerweile bei YouTube so ein schönes Tool, wo das geht. Ja. So, ja, ich glaube, wir sind jetzt bald soweit, oder? Bei 28, 15 Sekunden schon mittlerweile. Ach, Mann, bin ich gut. Es war so schön mit euch, es war zwar ein kurzes Gastspiel meinerseits, aber war angenehm. Gerne wieder. Oh ja, gerne. Warten wir noch eben, bis Anne die Treppe fertig gebaut. So, jetzt hier. Ich bin bereit. Ich bin bereit, hier mein Leben wieder an das Team Blau zu widmen. Oh ja, ich auch. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Yeah! Tschüss. Tschüss.